Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebende, mein Name ist Horst Weghoff, ich bin der Medi-Urs. Heute geht es mal wieder um ein bisschen Notfallvorsorge, Survival und um ein Thema, was ihr relativ regelmäßig anfragt und das finde ich gut. Es geht um das Thema Notgepäck, diese komischen Rucksäcke in vielen verschiedenen Spiel- und Gangarten und ich erkläre euch mal so ein kleines bisschen meine Sicht der Dinge. Habt ihr Bock? Intro, Erklärbär, Hü. Showtime, folks. Also, Notfallgepäck oder Notgepäck oder von manchen auch Bug Out Back oder I Never Come Home Back oder wie ihr dieses hässliche, dicke Stiefkind auch immer nennen wollt. Die Grundidee dahinter ist nicht schlecht. Und tragende Teile dieser Grundidee werden zum Beispiel auch in dieser orangen Broschüre vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe beschrieben, beleuchtet, erklärt. Es haben sich aber seit 1956 und tragende Teile dieser Broschüre stammen nun mal von 1956 ein paar Dinge getan. Und auch mit dem, was so auf deutschen gängigen Prepper-Kanälen, Survival-Kanälen, wie auch immer, eifrig beklatscht und besungen wird, Vorsicht. Als erstes mal die Frage, woher kommt das mit diesen ganzen taktikulen Rucksäcken und der riesen Hype darum? Wo kommt das eigentlich her und wenn ja, warum und wie viele davon? Auch ich bin dem Ganzen eine ganze Zeit lang aufgesessen und war sehr viel von irgendwelchen Survival-Büchern und meistens von irgendwelchen englischsprachigen Prepper- und Survival-Kanälen auf YouTube, sagen wir mal, inspiriert. So, im Laufe der Zeit hat sich bei mir aber so der Gedanke eingestellt, vor allem nachdem ich mehrfach in der Flüchtlingshilfe tätig war. Und witzigerweise ist da nicht ein einziges Mal jemand mit einem derartigen Rucksack aufgetaucht. Also so überhaupt nicht. Auch nicht mit irgendwelchen fiesen, riesengroßen Koffern oder so, die du einmal an der Reißleine ziehst und dann hast du da irgendwie einen Taj Mahal oder so. Nee, vor allem nein. Das, was du aber sehr, sehr häufig hattest, war, dass die Leute das dabei hatten, was sie gerade in der entsprechenden Fluchtsituation am Körper hatten. Das sind die Klamotten. Das ist eventuell noch eine Plastiktüte, die sie irgendwann irgendwo irgendwie gefunden haben oder weiß der Fuchs was. Und da sind irgendwelche Habseligkeiten drin. Vielleicht Spielzeuge von den Kindern, wenn denn Kinder mit sind oder irgendwas in der Art. Was viele aber mit hatten, war ein Smartphone. Und die Idee ist gar nicht so doof. Denn wenn ich irgendwo hier die Biege machen müsste, oder auch wenn ich im Urlaub bin, dann mache ich mit meinen Damen und Herren Mädels bestimmte Treffpunkte, dass wir bestimmte Treffpunkte vereinbaren. Im Militärischen nennt sich das Ganze Emergency Rendezvous Point und kommt auch tatsächlich aus dem Militärischen. Da bin ich zum Beispiel ein wenig vom Special Air Service geprägt, aber das ist auch eine lange Geschichte. Voller Schmerz und Trauer. Nein, ernst beiseite. Da kommt es aus der Schiene. Und das gebe ich auch ganz anonym zu. Aber das ist etwas, was man zum Beispiel ins Zivile auch sehr gut adaptieren kann. Dass, wenn es tatsächlich hart auf hart kommt, dass sich die Familie an einem Punkt X zur Uhrzeit Y trifft. Ein riesengroßes Problem von diesen militärisch anmutenden Rucksäcken oder auch der Klamotur oder wie auch immer von diesen englischsprachigen Kanälen ist,
dass ich mir irgendwann mal die Platte gemacht habe, wann ist das letzte Mal diese große Nation in Amerikanien vor einer anderen Macht, die das Land überfällt, geflohen? Oh. Gar nicht. Woher sind also deren Rucksäcke inspiriert? Also zur Feier des Tages nicht vom BBK, aber das ist eine andere Geschichte. Die sind militärisch inspiriert. Das große Problem bei der Sache ist, dass von diesen namhaften Survivalisten und Preppern und so weiter und so fort, die sich da ganz gerne auf YouTube mit Brüsten und dann auch mit Begrifflichkeiten um sich werfen, dass gute 95% von denen eigentlich nie irgendwie militärisch gedient haben. Dann aber erzählen, wie man am besten flieht und mit was man alles am besten flieht. Und wenn man das dann tatsächlich alles mal in so einen Rucksack zusammenpackt, dann wird man ganz schnell feststellen, dass dieser Rucksack für eine schnelle Flucht viel zu groß und viel zu schwer ist. Der ist dann so sinnvoll wie ein Knopf am Kniegelenk. Aber das mögen viele nicht gerne hören, weil da geht es ja um Ausrüstung. Und ich will jetzt nicht sagen, bei dem einen oder anderen ist das so was Ähnliches wie eine Penisverlängerung, aber es kommt schon ziemlich gut in die Richtung. Das Problem ist, wenn es wirklich zu einer Flucht kommt, wird es dich in einem Moment ereilen, wo du diesen Rucksack zu fast 100% nicht greifbar hast. Lassen wir mal so stehen. Zum Großteil der Situation, wenn du den Rucksack nicht hast, hast du den Rucksack nicht. Also wirst du dich anderweitig behelfen müssen. Das musst du aber können. Dazu musst du es aber geübt haben. Da werfe ich schon wieder mit so vielen Dingern um mich. Also wie gesagt, Flüchtlingsströme der letzten 30 Jahre zeigen, dass das Gepäck, dass das Notgepäck der Flüchtenden immer rudimentärer wird. Da hast du wirklich das, was du am Körper hast, als Fluchtgepäck. Und dann hast du das, was sich gerade in deinen Hosentaschen befindet. Das ist vielleicht deine Brieftasche. Das ist wahrscheinlich ein Smartphone, vielleicht ein Kabel, ein Ladekabel und vielleicht eine Powerbank. Und so witzig es klingt, damals in der Flüchtlingshilfe 2015, 2016 gab es wirklich Leute, die rumgerührt haben. Wie können die sich Smartphones leisten? Also zum einen ist es in Deutschland das Problem, dass wir nicht mehr so die ganz günstigen damit sind, eigentlich auch nie wirklich waren. Das Ding ist, selbst wenn ihr da noch so sehr rumrührt, auch die haben ein Recht auf Information. Und wenn ich auf der Flucht wäre, dann würde ich auch ganz gern wissen wollen, wo sich meine Familie tummelt. Und das kannst du darüber tun. Und das kannst du darüber sehr gut tun. Altes indianisches Sprichwort sagt, use it or lose it. Und viele von denen sind halt, was das Thema Elektronik und Kommunikation angeht, uns Lichtjahre voraus. Was aber, wenn wir mal ehrlich sind, auch keine große Kunst ist. Aber das ist eine andere Geschichte. So, wir hatten gesagt, dass diese Grand Nation nie geflohen ist, dass das Ganze eher militärischen Hintergrund hat und viele gar nicht beim Militär waren. Und dann guckst du dir die Typen mal genauer an. Und dann guckst du dir diese Rucksäcke an und dann weißt du relativ schnell und relativ genau, der mit dem Rucksack 20 Kilometer in 3 Stunden im Leben nicht. Vor allem nein. Garantiert nein. So, und derartige Nation möchte uns jetzt aber unbedingt erzählen, wie man richtig rumflieht. Das finde ich spannend, weil derartige große Nation, wenn wir jetzt mal die letzten 30 Jahre uns angucken, ist an den meisten Flüchtlingsströmen entweder massiv beteiligt oder sogar der Verursacher davon. Das klingt erstmal komisch, ist aber so. Sind nie selber geflohen, sind verantwortlich für entsprechende Flüchtlingsströme und wollen uns erzählen, wollen uns missionieren,
wie man denn bitte ein richtiges Fluchtgepäck packt. Bin ich eigentlich der Einzige, der das gerade so scheiße findet, oder haben da vielleicht auch andere da irgendwie ein Kasper gefrühstückt? Ich frag auch nicht für einen Freund, sondern ich bin wirklich gewillt, es zu verstehen. Je älter ich werde, desto kritischer fange ich an, derartige Missionierung auch mal zu hinterfragen. Ja, im Zweiten Weltkrieg ist man noch mit riesen Koffern, wo tragende Teile des Lebens drin waren und Papiere und so weiter und so fort, da ist man damit geflohen. Das macht man heute nicht mehr. Ja, das Papier kannst du ersetzen. Das Papiere kriegst du immer wieder. Ganz egal welche. Ja, das ist meistens entweder eine E-Mail oder ein Telefonanruf. Ich brauche das und das Zeugnis wieder. Ich habe das und das Zeugnis verloren. Ich bin der und der. Überhaupt kein Thema. Was du aber nicht ersetzen kannst, und da ist so ein Smartphone auch nicht ganz unerheblich, das sind Erinnerungen. Zum Beispiel durch Fotos. Und die meisten Fotos hast du genau auf diesem Gerät, worüber du wahrscheinlich gerade dieses Video guckst. Das heißt, so ein Smartphone und eine Powerbank und ein Kabel ist schon sinnvoll. Ein weiteres Problem bei diesen militärischen Rucksäcken: wenn du wirklich in eine Situation kommst, meinetwegen du bist auf einer Reise unterwegs, du bist irgendwie im Land und da geht gerade ein Bürgerkrieg los. In dem Moment, wo du mit derartigen Geraffel unterwegs bist, was einigermaßen militärisch oder taktikcool aussieht, da bist du kein Tourist. Und da wirst du auch nicht als solcher erkannt. Und wenn du noch so ein knallbuntes Hawaii-Hemd anhast, das interessiert gar nicht. In dem Moment, wo du mit derartigen Klamotten, mit derartigem Geschirr unterwegs bist, da bist du Kombattant. Das sieht dann ungefähr so aus. Ja, ich weiß, die meisten Taktikulen sehen sich in einer Notsituation eher so in dieser Variante, dass man dann taktikul im Sonnenuntergang mit seiner ganzen Ausrüstung da irgendwo durch die Gegend und nach Möglichkeit durch die Wälder stapft. Aber zum einen haben wir hier in Europa bei weitem nicht mehr die Wälder, die sich der eine oder andere gern mal erträumt. Und zum anderen ist es das Ding, selbst wenn, gute 100% der sterblichen Erdenbevölkerung sind an derartige Derartigkeiten überhaupt nicht mehr gewöhnt. Ihr seid einfach nicht daran gewöhnt, dass ihr irgendwie einfach mal eine Nacht im Wald schlaft. Einfach mal eine Nacht im Wald pennt. In tragenden Teilen in Deutschland ist es auch verboten. Ja. Aber selbst wenn es verboten ist und ihr es trotzdem machen würdet, viele machen es gar nicht. Viele würden es auch gar nicht überstehen. Aus dem ganz einfachen Grund, nicht wegen irgendwelchen großen bösen Tieren, sondern weil sie irgendwann sich dermaßen das Beinkleid benetzen würden, dass sie in den eigenen Exkrementen aus dem Wald rausgespült werden würden. Das ist schade. Irgendwie doof, quasi. Wie gesagt, also wenn ihr in eine derartige Situation mit derartigen Geraffel kommt, seid ihr kein Terrorist, dann seid ihr Feind. Und das ist noch die gute Variante. Die schnelle Variante, in dem Moment, wo ihr fein seid, macht Peng und ihr seid tot den Rest des Lebens. So richtig beschissen und richtig ätzend wird die Nummer, auch für euch und gerade für euch, wenn man euch aber für einen Spion hält. Und das hat mit Tom Cruise und Lara Croft und Peng Peng und halt die Schnauze und bunt und cinematische Aufnahmen und so richtig überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Das ist ein Leidensweg, den sich von Unsterblichen außerhalb des Militärischen wirklich keine Sau vorstellen kann und wahrscheinlich auch nicht will, weil es Albträume macht. Zum Beispiel. Das heißt, wenn ihr in eine derartige Derartigkeit kommt, lasst das mit diesen taktikulen Rucksäcken. Ja, ich bin auch sehr materialaffin. Ja, ich bin auch ein absoluter Ausrüstungsfan. Aber ich weiß auch, wann ich den ganzen Quatsch sehr, sehr schnell in die Tonne trete. Und ich weiß, wann ich den auch sehr, sehr schnell in Lichterloh und Flammen aufgehen lasse. Nur mal so unter Pastorentöchtern.
So, Kinders, das war also der kleine Ausflug heute zum Thema Notgepäck. Weil viel mehr als das, was ihr am Körper habt, werdet ihr nicht brauchen. Und das, was ihr mehr braucht, werdet ihr euch organisieren müssen. Dazu seid ihr aber sehr, sehr gut beraten, wenn ihr derartige Spiel- und Gangarten im Gedanken einmal durchgegangen seid. Das kommt aus dem Profisport, nennt sich Mentaltraining. Das heißt, ihr rutscht irgendwo mal in den tiefsten, schwärzesten, feuchtesten, rutschigsten Keller eurer Seele. Da sucht ihr euch euren schlimmsten Albtraum raus und geht bei und durchlebt in Gedanken einfach mal diese Situation. Macht euch da gerne ein paar Notizen zu, holt euch einen Becher Kaffee dazu. Und in Gedanken geht ihr diese Situation so durch, dass alle Beteiligten das überleben. Wenn es tatsächlich zu einer solchen Situation kommen sollte, macht eure Psychologie Folgendes. Halt mein Getränk, das hatten wir schon mal. Haben wir gleich. Das war also der Ausflug ins Notgepäck. Muss es viel sein? Nein. Denkt dran, gerade wenn ihr Kinder habt und wenn ihr kleine Kinder habt, dass auch die was zum Spielen haben. Für die ist aber wenig wichtiger als der direkte Draht, der direkte Kontakt zu den Eltern. Und notfalls zu beiden Eltern, das geht. Das tut auch nicht weh oder so. Wirklich nicht. Kinex, passt auf euch auf, macht keinen Blödsinn da draußen. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks. Woohoo!